Sie können's, das Maibaum aufstellen. Die Rede ist von den Burschen der Freiwilligen Feuerwehr in Kledering. Unter reger Beteiligung der Bewohner Kledering's wurde der alljährliche Maibaum aufgestellt. In diesen Minuten wird der Maibaum in Kledering aufgestellt. Eine stolze Geschichte. Eine Katastralgemeinde steht einen Maibaum auf. Ja, ich bin ja dafür schon das dritte Mal jetzt dabei sein, wenn der Maibaum aufgestellt wird. Und ich finde das eine wunderschöne Tradition. Alle Feuerwehren helfen zusammen, die Musik spielt, die Leute sind da, die Sonne scheint. Alles wunderbar. Es entspricht dem wirklich ländlich-dörflichen Charakter vom Kledering. Ja, und ich glaube, da sind die Klederinger sehr stolz drauf und das können sie auch sein. Und deswegen bemühen wir uns auch immer, dass wir mit einer Delegation aus Schwechat auch hierher kommen, um diese Tradition gemeinsam hochzuhalten. Der Maibaum steht, Kledering ist glücklich. Gott sei Dank steht er, ist alles gut gegangen und Kledering ist glücklich. Es sind da sehr viele Besucher da und wir passen natürlich heute auf die Nacht auf, dass sie uns auch nicht umschneiden. Was bedeutet für Sie ein Maibaum? Das ist so eine Art Frühlingserwachen. Beziehungsweise der Übergang von Frühling in den Sommer. Zufrieden mit der Mannschaft? Immer zufrieden mit der Mannschaft, bei jedem Einsatz, bei jeder Einsatztätigkeit und heute auch natürlich. Der Maibaum an dieser Kreuzung, warum gerade an dieser Kreuzung? Das haben wir so gesagt, dass bei der Einfahrt von Wien und Ausfahrt von Niederösterreich der Maibaum gesehen wird, dass wir noch diese Sache pflegen. Der Maibaum ist ein bisschen schief oben. Ist der auf Ursprünglich gebrochen? Nein, der ist nicht schief, der ist nicht gebrochen, sondern ist naturgewachsen. Woher kommt er? Der kommt von Kledering, von unserem Nachbarn. Neben der Feuerwehr haben wir einen Nachbarn und der hat den Baum weg wollen und den haben wir dann genommen als Maibaum. Kann Maibaum aufstellen auch ein Sport sein? Natürlich, wobei nach wie vor die Tradition ja unumstritten irgendwie ist, wo sie herkommt, aber kann durchaus auch ein Sport sein, natürlich. Was bedeutet für Sie ein Maibaum, wenn Sie durch eine Katastralgemeinde wie Kledering fahren? Für mich ist es ganz wichtig, eine gewisse Tradition auch zu leben und dazu zählt auch das Maibaum aufstellen und die damit in Verbindung stehende gesellige Zusammenkunft vieler Bürger.